Das hier ist Nele, eine gerade noch so 15-jährige YouTuberin, die zum Beispiel hochlädt, wie sie im Auto sitzt und ihre Kamera sauber macht. Außerdem teilt sie auch gerne ihre Gedanken. Denn Leben lernt man durch Leben. Des Weiteren ist sie eine super gute Tänzerin und ist auch immer perfekt organisiert. Ich denke, man sieht, ich habe mal wieder ein bisschen verkackt. Nele liebt es, Bücher zu lesen und das macht sie fast zum genauen Gegenteil von mir. Deswegen haben wir uns beide dazu entschieden, unseren Quarantänealltag mal für einen Tag zu tauschen. Und was dabei rausgekommen ist, siehst du im heutigen Video. Viel Spaß! Am Tag vorher habe ich mir erstmal meinen Wecker auf 9 Uhr gestellt und bin dann auch um diese Zeit aufgewacht. Dann bleibt Nele meistens so bis 9.30 Uhr am Handy und das habe ich dann auch gemacht an diesem Tag. Anschließend habe ich mir ein Frühstück gemacht und zwar Porridge mit Früchten, was Nele eben auch recht gerne isst, deswegen. Sieht auf jeden Fall super lecker aus und hat natürlich auch gut geschmeckt, ja. Dann habe ich erstmal Zähne geputzt und wundere dich nicht über dieses komische schwarze Zeug in meinem Gesicht, das sind nur die Überreste von einer Gesichtsmaske. Dann begann auch schon die Suche nach der Kleidung. Okay, nein, ich habe einfach nur so ein paar Standard-Gammel-Klamotten angezogen. Dann habe ich noch mein Bett gemacht. Keine Ahnung, ob Nele das auch macht, aber es sah irgendwie so unordentlich aus. Schon besser. Nele trinkt vormittag auch gerne mal so einen halben Liter Wasser und da dachte ich, probiere ich das natürlich auch mal aus. Das war irgendwie ein bisschen sehr viel Wasser. Ich weiß nicht, wie man das jeden Tag machen kann. Aber ich fühle mich jetzt übelst voll. Es ist jetzt circa 10:30 und laut Plan sollte ich jetzt anfangen mit den Hausaufgaben. Und zwar draußen im Garten bei schönem Wetter. Jedoch klappt das nicht so ganz. Weil das Wetter ist jetzt irgendwie nicht so geil und es regnet halt immer mal. Und ja, deswegen habe ich jetzt gerade nicht so Lust, draußen Schulaufgaben zu machen. Deswegen mache ich jetzt einfach Hausaufgaben an meinem Schreibtisch. Ich habe gerade noch ein paar Aufgaben für Mathe gemacht und prüfe jetzt mal, ob die richtig sind. Okay, ich habe tatsächlich alles richtig gehabt. Wow, stolz auf mich. So, und jetzt mache ich noch Englisch. Mittlerweile ist es schon wieder voll schön, also die Sonne scheint, aber es ist halt kühl und deswegen will ich jetzt nicht unbedingt draußen lernen. Okay, ich glaube, es ist eine gute Idee gewesen, drinnen zu bleiben. Die liebe Nele lebt übrigens einen Tag nach meinem Tagesablauf und sie hat gerade ein Workout gemacht und ja gut. Schaut auf jeden Fall bei ihrem Video vorbei, denn sie macht mega die coolen Videos. So, ich lege jetzt mal eine kleine Pause ein von meinen Schulsachen. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es viel leichter in der Schule so Aufgaben zu machen als zu Hause, weil zu Hause gibt es so oft Ablenkungen und ich muss mich da auch oft zusammenreißen, damit ich nicht zu lange ans Handy gehe oder so. Aber jetzt gibt es erstmal Mittag und zwar hat mein Vater Klöße gekocht und das gönnen wir uns jetzt. Okay, ich gehe jetzt nach oben und arbeite noch ein bisschen an meinen Hausaufgaben weiter. Ich habe mich gerade nicht ganz so nach Zeitplan gerichtet, weil ich nämlich noch ein Video hochladen musste. Und das ist jetzt eben gerade online gekommen. Und theoretisch bin ich auch schon für heute fertig mit Schulsachen. Und werde mich jetzt gleich mal den schönen Dingen des Tages widmen, ja? Aber das Wetter ist immer noch nicht besser. Wetter. Hier ist die Vorhersage für heute. Ja, super. Nele hat mich auch geschrieben, dass sie so ungefähr bis 15 Uhr in Schulsachen arbeitet und anschließend in den Garten geht, um dort Netflix zu schauen, zu lesen oder zu malen oder sowas. Und das Wetter ist ja mittlerweile schon wieder besser, also es regnet nicht mehr, aber ich habe absolut keine Lust, weil es ist echt kalt. Aber was mich ja echt verwirrt, Nele hat mir so ihre Liste geschickt, was sie wann macht und es steht einfach nichts von nachmittags irgendwas essen da. Und ich bin ein Mensch, ich esse 6 Mahlzeiten oder so am Tag, deswegen muss ich jetzt was essen. Also okay, ich esse jetzt nur einen Snack, nichts Großes so, aber trotzdem habe ich Hunger. Das soll ein Erdbeerkuchen sein, der ist gerade ein bisschen zerfallen, aber gönne ich mir jetzt, ich brauche mein Essen. Hey, also ich muss sagen, bis jetzt ist der Tagesablauf halt echt kaum unterscheidbar von meinem, also wirklich nicht viel anders. Ich befinde mich gerade in meinem Bett, wie du unschwer erkennen kannst und ich werde jetzt mal etwas machen, was ich sonst absolut nie, okay, fast nie mache, und zwar lesen. Ich habe mir extra ein Buch rausgesucht, was, denke ich mal, ganz cool ist. Ich werde mir jetzt einfach mal die Zeit nehmen und werde das tatsächlich mal lesen. Also okay, nicht das Ganze, aber so ein paar Seiten zumindest. Ich habe dieses Buch schon so lange, aber ich habe es noch nicht wirklich gelesen. Also ich habe es mal angefangen, aber irgendwie habe ich schon aufgehört. Upsi. Okay, also ich würde sagen, das reicht mit Lesen für heute. Ich schaue jetzt erstmal noch ein bisschen Netflix, denn die liebe Nele meint ja, dass sie das auch ab und zu mal nachmittags macht. Ich schaue Netflix eigentlich immer auf unserem Fernseher. Wo schaut ihr so Netflix? Auf dem Handy ist es mir irgendwie ein bisschen zu klein und ein Fernseher im eigenen Zimmer habe ich halt nicht. Meine Haare, oh Gott. So macht Leben tauschen doch Spaß. Dann werde ich jetzt mal You weiterschauen. Inspiriert. Oh, ich glaube es nicht. Die Sonne kommt wieder raus. Da bekommt man ja richtig
naja, schon fast Lust rauszugehen. Mittlerweile ist es kurz nach 7 und auf meinem Plan für heute steht jetzt abends so um 7:30 meistens eine kleine Fahrradtour. Wenn mir das so aufgetragen wird, dann muss ich das wohl erledigen, ne? Okay, los geht's. So, ich war jetzt gerade ganz kurz Fahrrad fahren, aber uns geht es halt einfach nicht so gut, weil hier gibt es halt keine guten Fahrradstrecken, wo man nicht hinfahren muss. Also okay, theoretisch könnte ich auch fahren, aber so abends ist das jetzt nicht so geil, weil wenn ich da bin, ist es halt schon wieder dunkel. Und deswegen werde ich jetzt einfach noch einen kleinen Spaziergang machen. Wie du unschwer erkennen kannst, bin ich wieder zu Hause vom Spazierengehen und vom Fahrradfahren. Und irgendwie war Fahrradfahren echt nicht so toll, weil es ist halt einfach mega kalt und ich bin alleine gefahren, halt mit Musik, aber so cool ist das halt echt nicht. Vor allem auch, weil wir einfach keine geraden Strecken so in der Nähe haben und im Wohngebiet zu fahren ist halt auch nicht so geil. Aber so Fahrradfahren an einem schönen sonnigen Tag mit der Familie auf einer schönen Strecke mit wunderschönen Landschaften, das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema, ja. Jetzt kommen wir noch zu einer Sache, die ich vorhin übersprungen habe. Denn es sammeln sich im Laufe des Tages immer so ein paar Kleinigkeiten an, die man irgendwo einfach im Zimmer wohin schmeißt. Und das werde ich jetzt erstmal noch einräumen an einen passenden Platz, damit mein Zimmer dann auch morgen früh recht aufgeräumt aussieht, ja. Dann habe ich erstmal Flammkuchen gegessen und anschließend habe ich noch mit einer Freundin geschrieben und war noch ein bisschen auf YouTube, ja, ganz spektakulär. Ich habe jetzt gerade noch Abendessen gegessen und ich muss sagen, mein Alltag sah heute schon ein bisschen anders aus als normalerweise. Sonst ist mein Tagesablauf nämlich auch ein bisschen anders. Und manche Dinge lasse ich auch komplett weg, wie zum Beispiel Lesen. Aber eigentlich ist Lesen echt okay, aber nur wenn man ein gutes Buch hat. Aber allgemein bin ich eh nicht so der Fan von Zeitverschwenden, also so von vielen Serien schauen und dabei nur auf der Couch liegen oder halt lesen oder so. Weil wenn ich sowas mache, dann meistens irgendwie unterwegs, wenn ich halt keine Möglichkeit habe, was anderes zu machen, wenn ihr mich versteht. Aber danke auf jeden Fall an dich, Nele, für die interessante Inspiration den heutigen Tag über. Und schaut jetzt gerne noch auf ihrem Kanal vorbei, denn sie macht mega coole Videos, wie ihr am Anfang schon gesehen habt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!